So, weiter geht's mit den Prestige-Aufgaben. Ist im Verlauf eines Matches 5 Pilze. Dürfte eigentlich ziemlich simpel sein. Einfach Gruppenkeile starten und dann einfach bei Plätzen ein paar Klings daneben landen. Da sind eigentlich safe 5 Stück. Und dann hat man die Aufgabe eigentlich easy gemacht. Dann, wenn ihr wissen wollt, was mit der Passive-Karte da unten auf sich hat, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Willkommensvideo, wo erklärt ist, wie ihr den Passive-Code knacken könnt und die 10 Euro bekommen könnt. Auf jeden Fall ein Abo da lassen, Like da lassen. Und dann ist das Ganze auch schon 10-mal leichter zu schaffen. Ach, ich bin natürlich genau auf der falschen Seite. Bam, bam, bam. Ist die Frage, fliege ich jetzt trotzdem hin? Wie gesagt, hier in dem Wald ist das. Aber eigentlich müssten wir... Ja, ich probiere trotzdem darüber zu kommen. Ich will euch einfach den Spot zeigen, der ist eigentlich ziemlich simpel. Direkt draußen darüber. Ziemlich flach fliegen. Also wie gesagt, ich finde die Wochenaufgaben sind so einfach diese Woche. Ich glaube, wir hatten noch nie so einfache. Aber ich will es natürlich euch trotzdem zeigen. Die habe ich diesmal nicht hochgeladen, weil es einfach selbsterklärend ist, komplett. So. Oh Gott, im Pleasant Park wird auf jeden Fall ein Roboter landen. Wie ihr seht, den Kleider habe ich schon. So, dann ist das Ganze nämlich hier in dem Waldstück. Wie gesagt, also da sind so viele Pilze. Zumindest waren sie früher da. Jetzt sehe ich hier noch keinen. Ah, doch, hier sind sie schon. Also Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und jetzt hier noch einen rumliegen. Na komm, einen kriegen wir ja wohl noch. Ah, da ist der 5. Wie gesagt, ist halt ein. Also in meinen Augen ist das hier echt der beste Spot. So, zack, Aufgabe erledigt. Hier hätten wir noch den 6. So, gehen wir mal so ein bisschen Loot sammeln. Mal gucken, ob diesmal wieder so viel aus Gruppenkeile direkt rausgehen, weil zur Zeit ist es echt. Wie gesagt. 10 Leute am Ende noch übrig. Die Loot ist hier wieder mal voll. Nicht gut. So, dann tun wir wieder hin. Dahin. So, jetzt bräuchte man eigentlich nur noch eine Schrot und schon nochmal alles fertig. Also wie gesagt, hier der Platz ist echt am besten, um die Aufgabe zu erledigen. Ach, Jagdgewehr, wer spielt denn noch ein Jagdgewehr? Will ich haben. Nicht nur Munition dafür.
Achso, wir sind ja beim Gegner gelandet. Ihr seht hier noch Pilze, da noch welche, da noch welche, da noch welche. Also Pilze sind hier ohne Ende. Und wenn ihr erst die erste Aufgabe macht, obwohl ihr 10 Stück essen müsst, ist auch easy zu machen hier. So, Zone macht schon langsam Auge. Jetzt mal langsam eine Pump finden. Dankeschön. So, 300 Holz. Dann bauen wir uns mal langsam Richtung Zone. Es gehen aber noch nicht so viele raus. Nicht wie sonst. Also am ersten, also am Donnerstag, war es echt übel. Da haben wir am Ende echt noch mit 8 gegen 6 gespielt oder so. Ich kann eigentlich gucken, ob bei Loot Crate noch Kisten sind. Wieso kann ich falsch mit öffnen? Beziehungsweise schließen. Weil wir brauchen eh noch die Kisten. Oder? Ja. Loot Crate und Lucky Landing. Kann ich eigentlich da schon ein, zwei aufmachen? Oh, warum bin ich denn so hoch? Sonst sind wir da auch nie so hoch. So, die Kiste ist noch, die da hinten ist offen, oder? Ja. Was von gebrauchen. Gucken, ob hier die Kisten. Nein, die sind auch schon offen. Die ist auch schon offen. Ob da oben einer drin war. Ja, hier war auch schon einer. Mann. Und ich glaube, das hier zählt nämlich nicht mehr zu Loot Lake. Ja, eine goldene Kampfschrote, die holen wir uns natürlich noch mit. Ja, das ist die taktische. Oh. Die will kein Mensch. Mal gucken, ob die noch zu Loot Lake gehören, aber ich glaube nicht. Ah, doch. Sehr schön. Da nehme ich auch schon 3 dann. Ich weiß nicht, ob da oben noch eine ist. Das soll nicht geben. So, gehe ich jetzt den Kampf mit dem einen oder verpiss ich mich hier einfach? Komm, ich gehe einfach weiter, ey. Soll ich mich da mit dem Idiot herumzocken?
irgendwie habe ich hier viele Gegner. Ja, jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Man kennt es. Mal gucken, ob ich die 10 Kills hinkriege. Ach, warum denn schon so früh? Ach, ich dachte, das wäre eine MP. Wo ist meine Waffe hingeflogen? Sieht aber auch irgendwie immer aus wie eine MP. Mensch, was will denn der eine von mir, ey? Der hat echt Langeweile. Wo ist der denn? Alter, der hat doch mal eben, muss ich sagen. Hier bin ich ja wieder in der toten Zone gelandet. Also ein bisschen Blue Life schadet nicht, aber in der Zeit kannst du eigentlich schon 2 Kills machen, wo du hier Blue Life wieder aufbaust. Keine sauberen. Easy. Mann, ey, warum rate ich denn nur an so Leute, ey? Ja, du kleiner Baumchiller. Mann, ey. Ah, trotzdem gewinnen wir das Match. So, wie gesagt, einfach die blauen Pilze essen. Bei Pleasant Park ist eigentlich easy zu schaffen. Hier renne ich ja mal total in die Todeszone rein. Noch schön den letzten Kill gemacht. Ne, ich war nicht der letzte. So, in dem Sinne, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen, haut rein.